Wir werden uns in nächster Zeit hauptsächlich erstmal mit geometrischen Fragen beschäftigen. Also die Überschrift ist analytische Geometrie, sage ich gleich, was damit gemeint ist. Wir werden sehen, dass wir bei diesen geometrischen Überlegungen im Prinzip eine ganze Theorie entwickeln, die in der Mathematik den Namen lineare Algebra hat. Am Ende werde ich noch mal mehr darauf eingehen, dass das nicht nur geometrische Anwendungen hat, sondern dass man doch das auch in anderen Bereichen anwenden kann. Aber der Fokus ist am Anfang erstmal auf der Geometrie und aus Ihrer Sicht, wenn Sie das jetzt aus Informatiksicht sehen, hauptsächlich auch in Richtung, wie kann man das für die Computergrafik gebrauchen? Das ist ja bei dieser Wiederholung in der Geometrie schon angeklungen. Wenn Sie irgendwas auf dem Bildschirm zeichnen wollen, dann müssen Sie halt auch so ein bisschen Gedanken sich darüber machen, wie man zum Beispiel Dinge in Dreiecke zerlegt, wie man irgendwelche Winkel berechnen kann und so. Das werden wir heute auch gleich wieder sehen. Wenn man in der Schule mit Geometrie anfängt, dann macht man solche Dinge, die jetzt auch teilweise in den Wiederholungsvideos vorgekommen sind. Dieses klassische Konstruieren mit Zirkel und Lineal, sich Gedanken darüber machen, welche Winkel man bekommt, was man konstruieren kann und so weiter. Das nennt man synthetische Geometrie. Und das ist im Prinzip die klassische Geometrie, mit der die Griechen angefangen haben und die man bis ins Mittelalter eigentlich so als Hauptdisziplin der Mathematik angesehen hat. Also im Prinzip war Geometrie damals eigentlich ein Synonym für Mathematik. Mit analytischer Geometrie meint man etwas, was im Vergleich dazu relativ neu ist. Das ist erst im 17. Jahrhundert aufgekommen. Und einer der wichtigsten Namen, der damit verbunden ist, ist der des französischen Philosophen und Mathematikers René Descartes. Von dem kommen auch diese ganzen Adjektive, wenn man irgendwas kartesisch nennt. Das ist einfach der sozusagen lateinische Name von Herrn Descartes gewesen. Die Idee von Descartes, und das macht aus der synthetischen Geometrie die analytische Geometrie, ist, dass man, ja, wie soll ich das sagen, man könnte das beschreiben mit dem Ausdruck rechnen statt zeichnen. Die Idee ist, die uns heutzutage völlig klar erscheint, aber die er eigentlich als erster wirklich hatte, dass man zum Beispiel sich vorstellt, man hätte ein Millimetermaß oder ein Zentimetermaß auf die Ebene gelegt, in der man seine Konstruktionen tätigt. Und die geometrischen Figuren, mit denen man bisher gearbeitet hat, die kann man jetzt auch ganz anders beschreiben. Vorher hat man einfach immer nur gesprochen davon, dass man irgendwo eine Figur hat, zum Beispiel irgendein Viereck oder sowas. Jetzt kann man diesem Viereck oder Dreieck oder Kreis, wo immer man, was immer man behandeln will, einzelne Punkte zuordnen, deren Adresse auf dem Papier man sozusagen angeben kann. Also man kann jetzt sagen, das Viereck ist eindeutig dadurch bestimmt, dass ich vier Punkte angebe. Und von jedem dieser Punkte kann ich genau beschreiben durch Zahlen, wo sie liegen. Und dann kann man mit den geometrischen Relationen rechnen. Also viele Dinge, die man vorher nur zeichnen oder beschreiben konnte mit Worten, kann man jetzt mit Formeln hinschreiben. Und man kann dann mit Hilfe dieser Formeln rechnen, also rein algebraisch mit irgendwelchen Formeln was machen. Man braucht eigentlich gar keine Zeichnung mehr. Und man kommt dann auf viele Ergebnisse, auf die man vorher nicht gekommen ist. Also das ist nicht nur irgendeine neue Art, das darzustellen, sondern geschichtlich ist es auch wirklich so, dass es ganz viele Fragen gab, die die Griechen schon beschäftigt haben, die die Griechen aber nicht lösen konnten. Also es ging darum, zum Beispiel irgendwelche Volumina oder Flächen auszurechnen und so weiter. Und erst mit den Methoden von Descartes und dann aber auch mit der Analysis, die Newton und Leibniz entwickelt haben, war es möglich, irgendwelche tausend Jahre alten Fragen zu lösen. Also die grundsätzliche Idee ist einfach erstmal, dass man zur Geometrie hinzunimmt eine Beschreibung der einzelnen Punkte durch Zahlen. Die Punkte werden durch Zahlenpaare oder Zahlentripel beschrieben, sehen wir gleich noch, dass man mit denen rechnen kann und dass man sich zum Beispiel so eine Figur dann vorstellt als die Menge aller Punkte. Also so ein Viereck wie das hier besteht natürlich nicht nur aus den Eckpunkten, sondern es gibt unendlich viele Punkte, die drauf liegen. Und wenn ich jeden Punkt zum Beispiel durch ein Paar von zwei Zahlen beschreiben kann,
dann ist das Viereck die Menge all dieser Paare und dann kann ich damit irgendwas machen. Also man fängt damit an, dass man ein sogenanntes Koordinatensystem zeichnet. Das klassische Koordinatensystem sieht so aus, man zeichnet sich zwei Achsen hin. Die kennen Sie aus der Schule, die eine nennen Sie die X und die andere die Y-Achse. Dann gibt man denen irgendwelche Unterteilungen, also man legt sozusagen ein Zentimetermaß drauf und sagt dann, das hier ist zum Beispiel eine Einheit. Und wenn Sie das gemacht haben, dann können Sie jetzt natürlich noch weitere Einheiten abmessen. Sie gehen also einfach in gleichen Abständen weiter in beide Richtungen. Und dann bekommen Sie hier so Punkte wie hier ist zum Beispiel 3, hier ist minus 1, hier ist 2 und so weiter. Und jetzt können Sie einzelne Punkte in der Ebene identifizieren durch Ihre Adresse. Das heißt, Sie können zum Beispiel sagen, dieser Punkt hier, den bekomme ich so. Wenn Sie so wollen, können Sie sich das vorstellen wie den Stadtplan von Manhattan. Wenn Sie auf dem Mittelpunkt des Koordinatensystems sind, dann sagen Sie dem Taxifahrer, fahr 3 Zentimeter in Richtung X-Achse, dann biegst du 90 Grad links ab und dann fährst du 2 Zentimeter in Richtung Y-Achse. Das heißt, Sie können also sagen, die Adresse von diesem Punkt hier ist 3, 2. Das kennen Sie alle schon, haben Sie alle schon mal gesehen. Wenn Sie das rein formal mathematisch sehen wollen, dann können Sie sagen, ich identifiziere die Ebene, die ich mir vorher einfach immer nur so irgendwie vorgestellt habe, auf der ich meine Dreiecke gemalt habe und so, mit der Menge R Quadrat. Die haben wir ja im letzten Semester kennengelernt. Das war ja einfach eine Abkürzung für R Kreuz R, also die Menge aller Paare, die ich hinschreiben kann, bei denen erste und zweite Komponente reelle Zahlen sind. Jedes Paar ist sowas wie 3,2 oder Pi,1 oder minus 1,0 und so weiter. Und umgekehrt kann man jedem Punkt so ein Paar zuordnen. Also jeder Punkt hat jetzt eine eindeutige Adresse. Ich will aber gleich dazu sagen, dass da schon ganz schön viel Willkür drin steckt. Also dieses Koordinatensystem, haben Sie alle schon x-mal gesehen, taucht in verschiedenen Zusammenhängen immer wieder auf. Auch nicht nur in Mathe, sondern das sehen Sie auch in Physik und in anderen Zusammenhängen. Wo ist die Willkür da drin? Die erste Willkür ist, vorher haben wir uns diese Ebene einfach als eine große ausgedehnte Fläche vorgestellt. Jetzt legen wir irgendwo in diese völlig homogene Ebene dieses Koordinatensystem rein. Also zum Beispiel, wo soll der Nullpunkt liegen? Den kann ich irgendwo hinlegen. Ich könnte jetzt dieses ganze Koordinatensystem auch verschieben und ganz woanders hinlegen und würde auch eine vernünftige Bezeichnung bekommen. Dann hätten bloß alle Punkte andere Koordinaten, weil ich ja meinen Ursprung woanders hingelegt habe. Also eine Möglichkeit wäre, ich versuche das hier mal anzudeuten, dass ich den Ursprung einfach woanders hinlege. Was habe ich dann? Habe ich ein anderes Koordinatensystem. Oder was ich natürlich auch machen kann, ist, ich kann einfach andere Einheiten nehmen. Also warum muss ich das so machen wie hier? Ich könnte ja zum Beispiel sagen, ich möchte das so machen. Der eine misst in Zentimeter, der andere in Inch zum Beispiel. Oder Sie können jetzt sogar ganz verrückt werden und sagen, ich möchte die X-Achse in Inch messen, aber die Y-Achse in Zentimeter, warum nicht? Dann kommen Sie auch wieder andere Koordinaten. Ja? Und Sie können jetzt noch einen Schritt weitergehen. Wer sagt Ihnen denn eigentlich, dass die beiden Achsen senkrecht aufeinander stehen müssen? Sie können das ja auch so machen. Sie können sagen, ich möchte diese Achse so haben und die so. Vielleicht haben Sie einen guten Grund dafür. Dann könnten Sie das auch unterteilen. Ich mache jetzt sogar mal auf beiden Achsen die gleichen Abstände. Dann könnten Sie hier auch einen Punkt 3, 2 finden. Der würde dann hier irgendwo liegen. Also auch wenn Sie das so machen, können Sie immer noch jedem Punkt in der Ebene eine eindeutige Adresse zuordnen. Klar, man kann sich auf irgendwas einigen und sagt, die sollen schon möglichst, das klingt irgendwie vernünftig, den gleichen Maßstab haben und rechtwinklig aufeinander stehen. Aber man kann zumindest darüber nachdenken, inwieweit das Ganze nicht irgendwie willkürlich ist. Das Thema wird uns noch verfolgen, die Frage, inwieweit man zum Beispiel auch zwischen verschiedenen Koordinatensystemen hin und her rechnen könnte. Das ist eine wichtige Frage, wenn Sie zum Beispiel an die Physik denken, aber nicht nur an die Physik. Wir werden sehen, dass es auch für die Computergrafik wichtig ist. Aber denken Sie mal einen Moment an die Physik. Die Physik war in den letzten Jahrhunderten eigentlich immer die treibende Kraft in der Mathematik. Und dass man überhaupt solche Sachen gemacht hat, kam eigentlich immer aus physikalischen Fragestellungen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel ausrechnen wollen in einem Koordinatensystem,
wie die Flugbahn eines Balles verläuft, den Sie abschießen, dann können Sie das natürlich alles, und das, dafür ist das wunderbar geeignet, mit den, diesen Methoden der analytischen Geometrie machen und stellen fest, diese Flugbahn sieht irgendwie so aus. Und dann können Sie das beschreiben mit Zahlen. Dann bekommen Sie ein physikalisches Gesetz. Die meisten, eigentlich alle physikalischen Gesetze, sind mathematische Formeln. Man versucht, das, was in der physikalischen Welt passiert, mathematisch zu beschreiben. Jetzt das Problem, wenn Sie das machen, und das funktioniert wunderbar mit diesem Koordinatensystem, dann bekommen Sie ein physikalisches Gesetz, das von dem Koordinatensystem abhängt. Das heißt, wenn ich ein anderes Koordinatensystem nehme, bekomme ich ein anderes physikalisches Gesetz. Das klingt aber nicht gut. Physikalische Gesetze sollten nicht von den Maßen, die wir wählen, abhängen oder davon, wie wir Sachen messen, sondern wir stellen uns eigentlich die Welt so vor, dass der Ball sich nicht darum schert, wie wir seine Flugbahn messen, sondern immer gleich fliegt. Das heißt, sie wollen einerseits die Bequemlichkeit haben, mit diesem kartesischen Koordinatensystem zu arbeiten oder mit irgendwelchen Koordinatensystemen. Andererseits wollen sie sich sicher sein, dass das, was sie im Endeffekt rausbekommen, wie die Physiker sagen, koordinatenunabhängig ist. Sie möchten wirklich die allgemeine Gesetzmäßigkeit dahinter erkennen. Das möchte ich an dieser Stelle nur mal vorwegschieben, um klarzumachen, dass das nicht irgendwie Gott gegeben ist, dieses Koordinatensystem, mit dem wir uns beschäftigen werden, sondern dass das einfach etwas ist, was wir mal so machen, weil es ganz praktisch ist. Und dann müssen wir uns später überlegen, inwieweit die Ergebnisse, die wir rausbekommen haben, davon abhängen, dass wir nun diese ganz bestimmten Achsen und diesen ganz bestimmten Maßstab gewählt haben und was sozusagen die Wahrheit hinter den Aussagen ist und was nur davon abhängt, wie wir messen. Das aber jetzt erstmal nur am Anfang, und wir wollen wirklich mal ein bisschen anfangen, hier zu arbeiten in so einem Koordinatensystem. Das Ganze geht natürlich auch, wenn Sie im Raum arbeiten, nur dass man den Raum dann nicht mehr so gut zeichnen kann, aber Sie können natürlich dann, wenn Sie sich vorstellen, im Raum zu arbeiten, einfach drei Achsen hinzeichnen. Die macht man typischerweise auch so, dass sie rechtwinklig zueinander sind. Also dies ist jetzt so gemeint, dass die beiden Achsen vorne, so wie wir das kennen, in der Bildebene liegen, und die dritte Achse, die so schräg läuft, die soll so nach hinten weggehen zum Beispiel, so kann man sich das vorstellen. Und dann können Sie natürlich im Raum auch jedem Punkt Koordinaten zuordnen. Jetzt brauchen Sie aber immer drei Bestandteile der Adresse. Also wenn Sie jetzt wieder jetzt haben Sie keinen Taxifahrer mehr, sondern einen Raumfahrer, der Sie irgendwo hinbringen soll, das heißt, Sie starten im Nullpunkt, und dann müssen Sie dem sagen, jetzt fährst du erstmal ein Stück nach hier, zum Beispiel 1, 2, 3 Einheiten nach hier, und dann fährst du zum Beispiel 2 Einheiten hoch, und dann fährst du noch eine Einheit in die Tiefe rein, und dann hätte man halt hier eine Koordinate angegeben, die sowas wäre, 3, 2, 1. Das heißt, Sie haben jetzt es hier zu tun mit dem R hoch 3, aber die Idee ist im Prinzip natürlich dieselbe. Sie können in den R hoch 3 auch irgendwelche Achsen reinlegen, Sie können Punkte identifizieren, Sie können Adressen von Punkten angeben und so weiter. Und jetzt können Sie ganz verrückt werden, und Sie wissen ja, dass die Mathematiker alle verrückt sind, das heißt, Sie können jetzt auch sagen, wieso nicht R hoch 4 oder R hoch 5, das heißt, wenn ich erstmal gesehen habe, dass ich mit diesen Sachen rechnen kann, dann kann ich natürlich auch einfach mehr Punkte nehmen. Ich kann mir das nicht mehr vorstellen, aber ich kann ja einfach dieselben Rechentechniken anwenden. Das macht man dann auch. Und es stellt sich raus, dass man das für viele Dinge auch ganz gut gebrauchen kann. Insbesondere ist es so, dass wenn Sie zum Beispiel sich anschauen, wie die Physiker den Raum beschreiben, in dem wir leben, dann kommen die auch nicht mehr mit drei Dimensionen aus, weil die spätestens seit Einsteins Relativitätstheorie vier Dimensionen brauchen. Das heißt, es hat sich schon im Nachhinein als ganz sinnvoll erwiesen, bei den Dimensionen einfach zu sagen, wir machen einfach weiter. Ich kann das bloß nicht mehr hinzeichnen hier, und wir können es uns alle nicht vorstellen. Ich werde auch meistens darauf verzichten, irgendwelche dreidimensionalen Sachen hinzuzeichnen, weil das auch schon ziemlich aufwendig ist. Das heißt, die meisten Beispiele, die wir machen werden, machen wir in der Ebene. Wir sollten dabei immer im Hinterkopf behalten, dass man das fast immer verallgemeinern kann auf den Raum oder sogar auf höhere Dimensionen. Nur in der Ebene kann man es halt ganz schön hinzeichnen.